Bevorstelles und Letzteres eines insgesamt coolen Kanals, kurz auch Bulai genannt. Sie verarschen? Okay, hört's am neuen Part von Bulai. Ich hab grad Ärger bekommen, weil ich auf einem Parkplatz 2 Meter ohne Licht gefahren bin. Und ich hab die Lenkradachse angemacht. Ich weiß nur nicht genau, was das bedeutet. Das heißt, ich lenke jetzt so, okay. Ich muss nur schauen, dass ich vielleicht mit C... Okay, ich muss mal kurz das ändern. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hut zu einem neuen Part von Bulai. Ich hatte euch ja schon Bescheid gesagt, dass es ein neuer Part ist. Aber ja, ich habe jetzt ja Elektrogeräte hinten drinnen. Und jetzt würde ich sagen, starten wir aber mal gleich. Es ist der zweite Part. Im ersten Part sind wir nach München gefahren und so weiter. Aber schaut den gerne an. Ist in der Beschreibung auch verlinkt. Die erste Sache ist wieder die Umfrage. Also der letzten Folge, da habe ich ja euch gefragt, wie es mit Making-of so aussieht zu meinen Urlaubsvideos. Und ihr habt gesagt, ja, gerne. Und diesbezüglich habe ich jetzt auch, ja, habe ich jetzt auch gesagt, okay, ihr seid dafür, 6:1 oder so war das, und ihr seid dafür, da passt es, dass ich das quasi, ja, dass ich das bald machen werde. Mal schauen, wann. So, dann kommen wir jetzt in Videos, und zwar habe ich diesmal ein bisschen was anderes mir ausgedacht, und zwar, dass ich eine Top 5 habe, und zwar ist es so, dass ich mich diesmal um die Likes schere, also Likes minus Dislikes ist dann so ein Wert, und den sage ich euch, und nachdem mache ich eine Top 5 von meinen Videos Montag bis Freitag, weil die Samstag-Videos, ja, ich nehme es immer samstags auf und erzähle es eben nicht so dazu. Und zwar auf Platz Nummer 5, also am schnellsten angekommen, ist da das Video 8-Ball Pool. Es hat 13 Likes, 25 Klicks, und bevor ich jetzt hier weitermache, muss ich euch fragen, wie sieht es bei euch aus? Soll ich diese Top 5 Liste überhaupt machen? Soll ich sie weglassen? Oder, und nach was soll ich sortieren? Nach Likes? Ich finde Likes immer eine gute Sache, weil wenn es euch gefällt, dann liked ihr das. Und was bringen mir viele Klicks, wenn es kaum Likes gibt, so quasi? Weil, was bringt mir irgendwelche, ja, irgendwelche Aufrufe, wenn ich sehe, es gefällt euch nicht? Also, ja, schauen wir mal. Dann das zweite ist, der vierte Platz ist das Dead by Daylight Video, 14:0 Likes und 22 Aufrufe. Der dritte Platz ist Wer bin ich? Minecraft. Und zwar waren es da 15:0 Likes und 30 Aufrufe, also meisten Aufrufe von den Videos, also zweitmeisten Aufrufe, aber halt nicht so viele Likes. Dann Ultimate Arena Showdown, das war ein Keygame dieser Woche. Und da habt ihr 8:0 Likes gegeben, also ziemlich stark, obwohl es nur 30 Aufrufe gab. Also eigentlich finde ich das wichtiger, die Aufrufe, weil, nicht die Aufrufe, sondern die Bewertungen, weil ich da euch sehe, was euch gefällt. Und ja, deswegen würde ich es gerne nach den, nicht nach den Aufrufen, sondern nach den Bewertungen eben sortieren. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, nach was ihr das sortieren würdet. Dann auf dem ersten Platz ist der Gardasee Vlog, wundert mich nicht. So, Vlogs kommen immer gut an. Und genau, also das war mit Abstand mein aufwendiges Video bisher, und mir hat es ganz gut gefallen und euch anscheinend auch. Ist ziemlich cool auf jeden Fall. So, ich fahre jetzt hier mal 90 laut Tacho und kann euch hier den Tempomaten anmachen. Oh, das war die falsche Taste. Tempomat ist R bei mir. Ich habe umgestellt. Der Tank sollte schon noch reichen. Wir haben einen halben Tank noch. Machen wir jetzt den Tempomaten an. Dann passt es. Sehr schön. Dann müssen wir nach Frankfurt, dann müssen wir ein bisschen nach links fahren. Passt. So, dann was quasi mit den Videos? Ein Video kam noch, dieses Video von dieses Stream Best Of. Die kommen echt ultra schlecht an. Schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr euch die Stream Best Of überhaupt anschaut. Und wenn nicht, warum nicht? Ob ihr es nicht merkt, ob ihr es denkt, es ist nichts Gutes, oder warum, aus welchen Gründen ihr es nicht anschaut. Das würde mich sehr interessieren auf jeden Fall, weil die nicht wenig Arbeit sind und ziemlich schlecht geklickt werden, sage ich aber mal. So, dann gehen wir, schauen mal die, noch eine Sache, ein Anliegen von Crusher, der hat kommentiert, ich soll mal die Facecam eckig machen, mit Greenscreen, im grünen Hintergrund quasi. Schaut mal, ob das so passt oder ob es mit Greenscreen besser ist. Ich weiß noch nicht, wie ich schneiden werde, was ich jetzt im Voraus machen werde oder mehr haben werde, aber ihr könnt ja dann in die Kommentare schreiben, was euch besser gefällt. So, dann für nächste Woche habe ich auch schon einen Plan ungefähr gedacht, und zwar ist es so, dass ich da am Montag jetzt, ich habe kein Wer bin ich Video mehr, da haben wir nur zwei Parts aufgenommen, da kommt jetzt irgendein random Video, weiß ich noch nicht. Dann Dienstag versuche ich ein Keygame hochzuladen, wahrscheinlich nicht das, was ich
neu aufgenommen habe, als das nächstes kommen würde, sondern anderes, weil es Englisch ist und da würde ich schauen, dass ich vielleicht noch ein bisschen übersetzen kann. Da brauche ich noch ein bisschen Zeit. Am Mittwoch würde ich irgendein Real-Life-Video bringen, ich weiß noch nicht, welche Art, keine Ahnung. Am Donnerstag weiß ich auch noch nicht, was ich da bringen werde, wahrscheinlich auch ein Random-Video. Freitag kommt wieder der Bad Eldad-Video und Samstag kommt wieder Stream-Best-Off und Sonntag hoffentlich Bulek Part 3. Werden wir sehen. So, und dann kam auch noch zwei Streams, Get Even und Supercard-Stream und ich muss sagen, der Get Even-Stream. Also an sich Get Even ist ein sehr, sehr cooles Spiel, macht mir sehr viel Spaß. Werde ich auch weiterspielen, wird aber noch einige Streams dauern. Supercard, da habe ich den Reverse-Stream gemacht, also alle Strecken, die man eigentlich nicht rückwärts fahren sollte oder nicht dafür gedacht sind, bin ich rückwärts gefahren und ja, war ein sehr, sehr lustiger Stream, war nicht allzu lange, aber ja, war ganz gut. Und noch eine wichtige Info, ich hoffe, meine Kamera ist nicht mehr so schwankend zwischen scharf und unscharf. Ich hatte den Autofokus ausgemacht und ich hoffe, dass es jetzt besser ist, also schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Und falls ich ein bisschen fertig aussehe, ich habe gerade Supercard gestreamt, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen so. Gut, dann geht's weiter mit Privates, Digga. Und zwar, jetzt werde ich immer langsamer. Geht's hier bergauf oder warum schaffe ich jetzt hier das nicht mehr? I don't know. Also mein Tempomat ist schon ziemlich wack, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ja, mein Mann hat Geburtstag, beziehungsweise ihren Geburtstag gefeiert. Und ja, da war beim Kriechen und da habe ich 5 Usos gehabt. Also Uso ist ein alkoholisches Getränk, für die, die es nicht wissen. Und ja, die am Tisch wollten nicht alle noch ein Uso trinken und dann habe ich die halt getrunken. Ja, war ich lustig drauf. Ja, genau. Dann war ich auch noch im Sport. Ich möchte jede Woche wirklich jetzt einmal gehen. Das habe ich mir auf jeden Fall fest geplant, dass ich das machen möchte. Und deswegen werde ich es auch nicht mehr in jeder Folge ansprechen, weil ich werde es eher ansprechen, wenn ich nicht gegangen bin, glaube ich eher. So ist es. Dann habe ich mich letzten Freitag mit meiner Freundin getroffen, die kam nach München und ja, es war ultra süß, ultra, es war wunderschön, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wir sind nach München, Olympiaturm und so weiter. Es war Olympiapark, Englischer Garten, alles mögliche. War echt sehr, sehr schön. Richtig traumhaft, war toll. So, dann, was ich gemacht habe am Samstag, ist, ich war mit einem Kumpel zum Lernen in der Stadtbibliothek. Und, also im Gasttag war das, ich weiß nicht, ob ich das sagt, auf jeden Fall war sehr gut und ich bin ziemlich gut vorangekommen, hat mir auf jeden Fall was geholfen und ja, ich denke, dass ich da häufiger jetzt sein werde, weil ich merke, dass ich zu Hause nicht so gut lerne wie dort. Genau, dann war es das von Privatistik und wir gehen weiter zu Musik. So, zur Musik, folgendes, und zwar bin ich da. Ja, gab es den letzten Freitag, also auf die Nacht auf Freitag, 0 Uhr natürlich, kennt ihr ja wahrscheinlich alle, gab es ordentlich was Nices. Und zwar, ich würde mal sagen, wir tanken jetzt hier mal, weil ich Angst habe, dass mein Tank leer wird. Und ich werde so ziemlich müde, merke ich gerade. Ich fahre mal hier zum Tanken und ich könnte auch übernachten, theoretisch. Ich tanke aber erstmal. Oh, upsie, ich habe ein bisschen spät gebremst, muss ich sagen. Ich tanke mal hier kurz, bevor ich hier weiterrede. Tanke ich hier? Ja, gut, 1,25, das ist gar nicht so günstig, ehrlich gesagt. Naja, ich tanke jetzt einfach mal. Und dann werden wir schon sehen. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, bei dem krassen Upload, Freitag war das, da ist es auf jeden Fall so, dass ich, ja, quasi, heute, ich bin nach Frankfurt beigefahren, ich Vogel. Oh, scheiße, bin ich blöd. Ja gut, dann fahre ich die Landstraße hier runter. Und da gibt es tatsächlich keinen Schlafplatz mehr. Obwohl ich einfach so schlafen könnte, vielleicht am Brand oder so. Ja, nee, ich penne jetzt hier, ist mir jetzt egal. Scheiß auf jetzt auf irgendwelches Geld, was ich nicht krieg oder so. Ich würde gerne. Ach, jetzt bin ich abgekoppelt, egal, dann schlafe ich mal kurz hier und koppel mich dann nächste Nacht wieder an. Enter. Motor aus, schlafen kurz. Okay, wieder aufwachen. Nicht die ganze Nacht schlafen, egal. Erster Tag, ja, chillig, alles nice. Ich möchte mich wieder ankoppeln. Ich bin ein guter LKW-Fahrer, merke ich. So, Tee und wir fahren wieder los auf die Autobahn. Ich weiß nicht, ob ein Auto kommt, aber ich hoffe mal nicht. Passt alles. Ich kann wieder ausschalten. Ist aus. Okay, gut, dann muss ich nächste abfahren. Weiß ich. Okay, gut. Zum Upload-Tag weiterhin. Und zwar gab es da viele Uploads, viele musikalische Uploads. Und drei habe ich, Top 3 gemacht. Und zwar würde ich sagen, auf Platz 3 war Zero El Mero mit Dein Fahrer. Ich finde das Lied an sich cool. Nur ich finde es sehr schade, dass es von Zero El Mero ist, weil ich finde, von ihm ist man einiges besser gewohnt. Und ich hoffe sehr, dass er jetzt mehr zu den alten Songs zurückgeht. So Meros überall und so weiter. Die waren halt einfach um einiges besser als jetzt dieses Dein Fahrer und vor allem viel passender zu ihm. Ich hoffe, dass er wieder zum alten Stil zurückkommt, aber das werden wir dann sehen, wie es dann weitergeht. Aber an sich war es kein schlechter Song in meinen Augen. So, dann
Der nächste, also Platz 2 würde ich sagen, ist dann Tilidin von Kölner und Samra. Ziemlich geiler Beat und so weiter. Und die Strophe ist auch ganz nice. Die Hook ist nicht so meins unbedingt, aber ist okay, der Song. Was macht der da links auf der linken Spur? Ich weiß nicht. Egal. Wir müssen jetzt hier nach links fahren. Wir dürfen nämlich nicht abfahren jetzt hier. So, dann, genau. Auf ersten Platz würde ich sagen, ist Shindy mit IFH Einfamilienhaus. Ein sehr lustiges Video und auch sehr geil. Das Lied von ihm und ist auch geil, dass im Beat, also ja, dass da quasi dieser Sound von YouTube Premiere im Hintergrund in den Beat so eingearbeitet wurde, finde ich sehr, sehr geil, die Idee. Und ich habe auch da in den Chat geschrieben von der Premiere, das muss mal jemand auf den Premieren, also von YouTube Premieren Sound mal drauf rappen, und das hatte tatsächlich dann Shindy gemacht, also echt ziemlich lustig, also es hat mir sehr getaugt. Und ja, dann, was auch noch kam, ist es Bowser-Album, was rauskam. Und ich habe es mir ein bisschen einmal durchgehört bisher und ich finde es ganz okay. Das beste Lied finde ich bisher, was ich noch nicht kannte, Bundesland. Und ihr könnt mal schreiben, ob ihr das Album gehört habt von Bowser. Ich merke gerade, dass ich hier nicht runterkomme. Sondern über Berlin kann das sein. Ich muss echt nach Amsterdam fahren. Das ist gerade echt ein bisschen scheiße hier, merke ich gerade. Aber ich habe einen vollen Tank, da fahre ich halt über Amsterdam. Ein bisschen Umweg nehmen. Upsi. Upsi, upsi. Das ist eine blöde. Ja, ein bisschen blöd hier, obwohl man kann hier umdrehen. Oh, man kann hier umdrehen. Also natürlich sollte man es nicht unbedingt machen, aber ich kann das. Und dann fahre ich nach Berlin weiter. Genau, so muss es sein. Passt! Ganz entspannt, so muss es sein. So macht man das in Real Life bitte nicht. Aber ich bin hier der Bulaik extreme. Ja, krasse Auto Truck Simulator Fahrer, und da darf ich das halt ausnahmsweise schon. So, ja, also wenn ihr das Bowser-Album schon gehört habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es findet oder fandet. Und ja, wir gehen weiter zu den Empfehlungen. Und zwar sind wir jetzt hier schon bei Empfehlungen, und da habe ich wieder 4 Stück. Und die erste Empfehlung ist die folgende. Und zwar, das erste Video heißt I Made Super Mario into a Battle Royale von Inferno Plus oder Inferno Plus. Und da ist es so, dass ich das Video ultra gefeiert habe, weil da hat jemand eben Super Mario Bros. Erste quasi zu einem Battle Royale gemacht. Er hat es so programmiert, dass es halt so ist. Und das finde ich sehr, sehr geil, das finde ich sehr lustig auch. Und sowas gab es halt noch nicht. Und deswegen, ach, was macht denn der jetzt hier? Ist das dein Ernst? Wieso bremst du so? Du da vorne, ist das dein Ernst? Ich will zwar abfahren, aber trotzdem muss man da nicht so hart bremsen. Es ist eine Ausfahrt hier und nicht mehr. Okay, jetzt kann man bremsen, aber erst jetzt. So, genau. Und das kann man im Browser spielen tatsächlich. Ich möchte mir das vielleicht auch mal anschauen und mal sehen, wie das abläuft. Also, das wäre auch eine Idee, dass ich das mal bald abchecke, auf jeden Fall. Genau. Und dann das zweite ist ein Video, wo ich jetzt das Video an sich gar nicht so geil fand, aber ich über das Video reden wollte. Und für alle, die wissen wollen, was es ist, für die, ja, empfehle ich das halt trotzdem irgendwie. Und zwar möchte ich euch das Video näher bringen von Just Nero, das Video 20 YouTuber bewerten. Aus zwei Gründen. Einmal aus dem Grund, dass. Warte, ich hasse rote Ampeln. Wisst ihr das? Kann ich hier einfach vorbeifahren? Hey, lass mich hier vorbei. Lass mich hier vorbei. Überfahren rote Ampel. Ich war Geisterfahrer, aber okay. Upsi, Entschuldigung. Ja, er hatte eben 20 YouTuber bewertet. Und ich denke mir, dass ich nicht dieselben bewerten möchte, weil ich nicht viel von denen weiß. Aber ich überlege mir, ein Formular in die Beschreibung zu hauen, wo ihr dann quasi entscheiden könnt, wen ich bewerten soll. Das wäre eine Möglichkeit. Aber ich sehe es so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits werde ich auf jeden Fall den Geschmack von einigen von euch nicht treffen, weil ich vielleicht eine YouTuber, die ihr liebt oder mögt, nicht mag oder nicht so sehr mag. Und das ist halt so ein bisschen Risiko, aber nochmal, um zu sagen, ich respektiere jeden Geschmack und jeder, der irgendeinen YouTuber mag, ist meiner Meinung nach okay. Aber ich finde, man sollte auch respektieren, wenn jemand sagt, ich kann den YouTuber nicht leiden, ich mag seine Videos nicht, ich mag ihn nicht oder sie, wie auch immer. Das sollte man auch respektieren. Und deswegen ist jetzt hier gespalten, da will ich auch eure Meinung auf jeden Fall hören. In den Kommentaren am besten oder ja, wie auch immer. Werden wir dann sehen. Genau. Dann die dritte Empfehlung ist das Video 5 nervige Dinge in Animal Crossing von dem YouTuber Rundfunkanbieter Ralf.
Es ist ja so, dass Animal Crossing angekündigt wurde für den März nächsten Jahres, 20. März 2020 quasi. Und da würde ich auch sagen, dass ich es auf jeden Fall auch spielen werde. Die Sache ist jetzt nur die, dass ich ja dieses Video euch auch empfehlen möchte. Und ich möchte euch das ein bisschen näher bringen, das Video, weil es echt sehr lustig gemacht ist. Und auch wenn der YouTuber Rundfunkanbieter Rolf oder Ralf? Rolf oder Ralf? Ralf heißt, ist das Video trotzdem lustig. Also denkt euch nichts bei dem Namen, es ist echt ein sehr lustiges Video. Ich hoffe, ich habe den jetzt hier vor mir nicht. I don't know. So. Ein sehr lustiges Video über Animal Crossing, über nervige Dinge. Und da muss ich tatsächlich sagen, wieso bremst du, wenn es bergauf geht? Was ist denn das? Ja, ist auf jeden Fall ein lustiges Video. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal geben. Okay, jetzt kommt einer entgegen. Jetzt gibt er Gas, weißt du, jetzt gibt er Gas. Was soll denn das? Jetzt hör auf, jetzt willst du mich verarschen. Was ist das für ein Arsch? Willst du mich verarschen? Was soll denn das hier, du Arsch? Ich hätte den anderen rammen sollen, aber was soll denn das bitte? Der wird schneller, wenn ich überholen möchte. Was ist meine Fahrschule, wenn ich es machen darf? Okay, alles gut. Alles entspannt. Ich glaube, ihr darf hier 100 fahren, weil es sollte eine Landstraße sein, hoffe ich mal. Gut, das war die dritte Empfehlung. Die vierte Empfehlung ist da das Video, beziehungsweise der Kanal Digital Dofus oder Dofus, wie auch immer. Und da geht es quasi darum, dass er eben Wii-Spiele verbuggt oder wie auch immer. Und das ist ultra lustig. Und mein Favorit aus den Videos ist das Video Wii Party Minigame Corruptions 9. Und das empfehle ich euch sehr, lege euch sehr ans Herzen. Sehr zu Herzen. Wieso fährst du denn 80, wenn du 100 fahren darfst? Und es ist ein sehr lustiges Video. Und ich hatte so ultra Lachkrampf, als ich es erstmal gesehen habe. Also, ja. Ich empfehle es euch auf jeden Fall. Und ich würde jetzt gern den noch überholen. Und ich, Junge, wieso bremst du, wenn ich überholen? Was ist das denn? Ich raste ja schon manchmal ein bisschen aus hier. Das merkt man vielleicht. Ich fahre auch ganz knapp vor dem rein, weil das mich halt echt aufregt hier. So. Ich würde sagen, das war's dann soweit auch von der Folge von Boo Like. Checkt die Empfehlungen auf jeden Fall ab. Und erklärt mir bitte, warum die alle so langsam fahren. Warum fahrt ihr denn so langsam? Ich ramme euch hier alle weg. Okay, ich habe manchmal gerammt, aber trotzdem. Es kann nicht wahr sein. Aber okay, ich würde sagen, ich. Was tun die hier alle? Wieso sind die KIs so unglaublich dämlich? So, meine Güte. Okay, jetzt bin ich hier. Kann ich irgendwo anhalten? Na, okay, ich halte jetzt hier an. Notbremse hier. So, die können jetzt hier Stau bilden. Mir ist das egal. Okay, dann Motor aus. Und das war's von der Folge. Ich mache Stau, es ist supi und ich sage danke fürs Anschauen von der Folge von Bulaik. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwas wissen wollt, dann schreibt mir gerne. Und ich sage danke fürs Anschauen. Ciao, euer Zigerflick. Tschüss.